Warum beschäftigen wir uns mit diesem universellen Lehrplan, den wir einen Kurs in Wundern nennen? Es dreht sich darum, dass wir lernen, auf eine andere Stimme zu hören. Jedoch wenn ich immer wieder meine Stimme wahrmache, weil ich an sie glaube und weil ich der Ansicht bin, dass diese Stimme ich bin, dann folge ich nicht dem Lehrplan. Wenn ich kann über 2 Jahrzehnte mich mit dem Kurs in Wundern beschäftigen und immer noch glauben, wie begrenzt ich bin, wie krank ich bin oder welche Probleme ich habe. Und wir sollen die Begrenzungen, die hier sind, die sind deshalb hier, damit wir hier uns erfahren. Verzweifle nicht wegen den Begrenzungen. Es ist unsere Funktion, ihnen zu entrinnen, aber nicht ohne sie zu sein. Wir sind hier, unseren Begrenzungen zu entrinnen, aber nicht ohne sie zu sein. Und wenn wir den Begrenzungen, von denen wir glauben, dass wir sie haben, entrinnen, dann können sie da sein, dann kann unser körperliches Gebrechen zum Beispiel da sein, aber wir sind nicht mehr damit identifizierter, weil wir uns als frei erfahren. Wir sind kein Körper. Zentrale Aussage des Kurses im Wundern. Und wenn wir kein Körper sind, gibt es keine Welt. Es gibt keine Flüsse. Es gibt keine Bäume, es gibt keine Sonne, keine Monde und keine Tiere. Und dann auch keine Menschen. Und ich weiß, wenn dies gesagt wird, dann wird all das, was wir lieb gewonnen haben oder was uns in irgendeiner Form Hoffnung gibt, wird auch das noch genommen. Nein, dir wird nichts genommen, dir wird etwas gegeben in dieser Aussage. Denn hinter all diesem wartet etwas viel Großartigeres, was wir zu schauen bereit sind. Die Schau Christi. Wir sehen immer noch die Bäume, wir sehen immer noch die Flüsse, wir sehen immer noch die Menschen und die Tiere. Aber etwas viel Großartigeres dahinter. Wir schauen nicht mehr auf die Unterschiede, sondern auf die Einheit, die uns mit all dem verbindet. So kann man es ausdrücken und deshalb sollten wir nicht verzweifeln an den Begrenzungen, die wir haben. Sie sind hier, damit wir aus ihnen entrinnen, aber nicht ohne sie zu sein. Wir sehen immer noch die Begrenzung unseres Körpers. Aber wir sind nicht mehr involviert. Wir sehen immer noch die Krankheit unseres Körpers, aber wir sind diese Krankheit nicht mehr. Wir sehen immer noch, dass dieser Körper stirbt, aber wir sterben nicht mehr. Und wenn wir von denjenigen gehört werden möchten, die leiden, die Angst haben, die sich Sorgen machen, dann müssen wir ihre Sprache sprechen. Es nützt uns nichts, abgehoben mit, was weiß ich, auf eine Beerdigung zu gehen und abgehoben zu sprechen, dass es keinen Tod gibt. Ich war mal eine Zeit lang Trauerredner und es wäre fatal gewesen, wenn ich den Leuten, die getrauert haben, erzählt hätte, hey, es gibt keinen Tod. Hört doch auf mit diesem Weinen, das bringt doch alles nichts, ihr müsst endlich erwachen. Nein, dann spreche ich nicht ihre Sprache, dann spreche ich eine Sprache, die nicht mal ich verstehe. Denn solange ich davon rede, solange habe ich keine Ahnung.
Wir sind hier und erfahren, haben all dieses Leiden und diese Schmerzen und diese Sorgen erfahren, um die Sprache der Liebe zu sprechen. Und wir sprechen nicht die Sprache der Liebe, wenn wir anderen, die den Kurs scheinbar nicht studieren, erzählen, dass es dies alles nicht gibt. Wir sind hier, um die Begrenzungen zu erfahren. Wir sind hier, um mit diesen Begrenzungen zu sein, aber ihnen zu entrinnen. Und wenn wir ein Licht der Welt sein wollen, müssen wir verstehen, woraus wir und die Welt entrinnen will und muss. Und wir sind diejenigen, die der Welt diese Erlösung geben. Aber nicht, wie gesagt, indem wir herumrennen und anderen Leuten erzählen, was weiß ich. Hey, wir erzählen den Menschen, die Impfung ist gefährlich. Und dann gibt es wieder andere, die anderen sagen, die Impfung ist nicht gefährlich. Dann erzählen wir, egal was wir erzählen, es ist immer falsch. Richtig, falsch. Gut, böse. Das sind alles Körpergedanken und all diese Körpergedanken, die wollen wir bei uns behalten. Wir wollen nur noch die Wahrheit weitergeben. Und was ist die Wahrheit? Ich bin, wie Gott mich schuf. Hierin ist nichts Non-Duales. Aber das heißt nicht, dass wir auf die Marktplätze der Welt rennen und den Leuten erklären, hey, hör doch endlich auf, deine Tränen zu weinen, sei nicht mehr traurig, du bist wie Gott dich schuf. Nein, unsere Aufgabe ist, dort, wo wir die Tränen sehen, dort, wo wir das Leiden sehen, dort, wo wir den Schmerzen und den Tod sehen, dies in unserem Geist zu heilen und somit hilfreich zu sein. Und es rennen so viele Kursschüler rennen auf dieser Welt herum und erzählen anderen Leuten, dass es das alles nicht gibt und haben es selber noch nicht gelernt. Ich mache das nicht. Das, was ich jetzt hier tue, das ist an diejenigen gerichtet, die den Kurs in Wundern lernen wollen. Aber diejenigen, die noch von diesem universellen Lehrplan nichts gehört haben, die hören diesbezüglich überhaupt nichts von mir. Ich bin ein völlig normaler Typ, mit dem du dich über Fußball unterhalten kannst, mit dem du dich über Kartoffelsalatrezepte unterhalten kannst oder mit dem du handwerklich etwas tun kannst. Über Autos sprechen kann, über Frauen sprechen kann, ich kann über Tiere sprechen, ich kann spazieren gehen, in der Sonne sitzen mit dir und was auch immer tun. Ich bin ein völlig normaler Typ diesbezüglich und verhalte mich völlig normal. Ich kann mich zu meiner Familie setzen, die müssen überhaupt nicht wissen und hören, dass ich etwas Besonderes weiß. Ich sage diesbezüglich nichts, aber auch gar nichts. Deshalb bin ich nicht in Konflikt mit ihnen und deshalb bin ich ein sehr gesehener Gast, egal wo ich bin. Mit mir kannst du am Stammtisch sitzen, genauso wie beim Fußball schauen. Das spielt keine Rolle. Ich mache diesbezüglich keine Unterschiede. Denn ich erkläre den Leuten nicht, hey, Fußball schauen ist dies oder jenes oder Krankheit existiert nicht. Das erzähle ich nicht. Nur die wenigsten in meinem Umfeld wissen überhaupt, was ich tue. Und nur diejenigen, die mich wirklich fragen, bekommen eine Antwort. Und die Antwort ist der Situation entsprechend.
Wenn ich dir sage, ich bin ein Bote Gottes, dann sage ich dir das. Du, der den universellen Lehrplan des Kurses im Wundern erfahren, erlernen will. Warum sonst solltest du heute diesen Podcast hören? Ansonsten, meine Nachbarn, die ganz in meiner Nähe wohnen und das schon seit Jahren, die wissen zwar, dass der vielleicht irgendwie anders ist, aber ja, ich brauche niemanden irgendwo zu bekehren. Ganz im Gegenteil, ich heile meine Urteile in meinem Geist, die ich über sie habe, das ist alles. Und der Rest macht der Heilige Geist. Und solange wir noch umherrennen und den Leuten erklären müssen, hey, den Tod gibt es nicht an irgendwelchen Beerdigungen oder in irgendwelchen Krankenhäusern, solange haben wir noch was zu lernen. Heile die Welt, indem du dich selbst heilst. Und du bist ein Heiler. Und du kannst das. Und mache dies in Stille. Du verletzt dich, wenn du in deine Familien gehst oder in deinem Freundeskreis oder was auch wo immer und du immer wieder den Menschen etwas erzählst, was sie gar nicht hören wollen, dann verletzt du dich selbst. Höre auf damit und lerne heute etwas ganz anderes, was dir hier wieder im Kurs in Wundern dargeboten wird, in der Lektion 162. Und diese Lektion erlöst die ganze Welt, nicht unser Predigen in der Welt. Die Lektion lehrt dich und nur wir haben zu lernen. Und wenn wir lernen, lehrt uns der Heilige Geist. Und das, was wir gelernt haben, tragen wir in Ehrfurcht, Stille, Demut und in vollkommener Liebe in uns und wir werden es ausstrahlen. Wir werden nur noch um Wunder, Liebe und Vergebung bitten und dies wird sich in der Welt ausdehnen. Wir müssen uns nicht darum kümmern, wohin dieses ausgedehnt wird. Der Heilige Geist in dir weiß das. Wir müssen uns dann nicht mehr darum kümmern, oh, der leidet und das leidet und hier ist es schwierig. Nein, wir sind in diesem allumfassenden Gewahrsein und dehnen uns nur noch in Liebe aus und heilen durch das Licht Gottes. Und in die Lektion 162, ich bin, wie Gott mich schuf. Beginne diesmal zu fühlen. Nur das Licht ist dieses Licht und dieses Erinnern ist immer noch in dir. Und wenn du dies heute tausende Male immer wieder sagst und beginnst zu fühlen und durch dich hindurch vibrieren lässt, durch dich hindurch leuchten lässt, durch dich hindurch scheinen lässt, dann sind diese Worte nicht einfach nur, ich bin wie Gott mich schuf, sondern sie werden zart, sie werden sanft, sie werden durchdringend und sie beginnen durch diese ganze Welt hindurch zu dringen und alle Probleme, alle Sorgen, die du in deiner Welt siehst, in anderen Menschen wie in dir, werden geheilt. So groß ist deine Kraft, so groß ist deine Geisteskraft. Wir sprechen hier nicht von einer Körperkraft oder von deiner Gedankenkraft, von der du glaubst, dies ist gut und dies ist schlecht. Wir sprechen hier von des Schöpfers Willen, der durch dich hindurch wirken möchte. Und wir verbinden uns mit des Schöpfers Willen, indem wir beginnen anzuerkennen, dass wir eins sind mit dem Schöpfer. Dieser eine Gedanke würde die Welt erlösen, wenn er fest im Sinn behalten würde. Von Zeit zu Zeit werden wir ihn wiederholen, wenn wir ein weiteres Lernstadium erreichen. Er wird dir viel mehr bedeuten, während du fortschreitest. Diese Worte sind heilig, denn es sind die Worte, die Gott als Antwort auf die Welt gab, die du gemacht hast.
Hier wird nochmals ganz deutlich gesagt, als du die Welt gemacht hast, als du begonnen hast, von einer Welt der Dualität zu träumen, hat dir Gott diese heiligen Worte gegeben, die du immer noch, die du heute wieder hörst, vernehmen kannst und erinnern kannst. Durch sie verschwindet sie und alle Dinge, die in ihren dünstigen Wolken und nebulösen Illusionen gesehen werden, schwinden, wenn diese Worte gesprochen werden, denn sie kommen von Gott. Ah, wow, kann das Ego diese Worte sprechen? Ich bin, wie Gott mich schuf? Oder kommen die tatsächlich aus einer Quelle jenseits unseres Denkens? Ich bin, wie Gott mich schuf. Hier ist das Wort, durch das der Sohn seines Vaters Glück, seine Liebe und seine Vervollständigung wurde. Hier wird die Schöpfung verkündet und so verehrt, wie sie ist. Es gibt keinen Traum, den diese Worte nicht auflösen werden. Keinen Gedanken von Sünde und keine Illusion, die der Traum enthält. Die nicht verblassen werden angesichts ihrer Macht. Sie sind die Posaune des Erwachens, die rund um die Welt erschallt. Die Toten wachen auf Antwort, auf als Antwort auf ihren Ruf. Und die, die leben und diesen Klang hören, werden den Tod nie schauen. Ja, hier... Wenn du sage nicht mehr, ich habe große Probleme, sondern sage deinen Problemen, ich habe einen großen Gott, der durch alles wirkt. Gib der Welt eine neue Antwort. Gib der Welt den Frieden, nach dem sie ruft. Und das Licht wird alles hinwegleuchten, was dir und mir Schmerzen bereitet. Heilig ist fürwahr, wer sich diese Worte zu eigen macht, sich mit ihnen in seinem Geist erhebt, die sich tagsüber im Gedächtnis ruft und sie nachts mit sich in den Schlaf nimmt. Seine Träume sind glücklich, seine Ruhe ist fest und seine Sicherheit gewiss. Und sein Körper ist geheilt, weil er im Schlafen und im Wachen die Wahrheit immer vor sich hat. Er wird die Welt erlösen, weil er jedes Mal, wenn er die Worte der Wahrheit übt, der Welt das gibt, was er empfängt. Heute üben wir auf schlichte Weise, denn die Worte sind mächtig, die wir verwenden, und sie bedürfen keiner weiteren Gedanken, um den Geist dessen zu verändern, der sie verwendet. So ganz und gar wird er verändert, dass er nun zur Schatzkammer wird, in die Gott alle seine Gaben und all seine Liebe legt, damit sie an die ganze Welt verteilt, im Geben gemehrt und vollständig bewahrt werden, weil ihr Teilen unbegrenzt ist. Und auf diese Weise lernst du mit Gott denken. Christi Schau hat dir seine Sicht zurückerstattet, indem sie deinen Geist errettet hat. Wir ehren dich heute. Dein ist das Anrecht auf vollkommene Heiligkeit, die du nun akzeptierst. Mit diesem Annehmen wird die Erlösung jedermann gebracht. Denn wem könnte die Sünde noch lieb und teuer sein, wenn Heiligkeit wie diese die Welt gesegnet hat? Wer könnte verzweifeln, wenn vollkommene Freude dein ist, allen zugänglich als Heilmittel für Gram und Elend? Für jedes Verlustgefühl
und für vollständiges Entrinnen aus Sünde und aus Schuld. Wer könnte verzweifeln, wenn vollkommene Freude dein ist? Wer könnte Schmerzen erfahren, wenn vollkommene Freude dein ist? Wer könnte leiden, wenn vollkommene Freude dein ist? Wenn du die vollkommene Freude annimmst, kann niemand mehr leiden. Denn du hast dein Leiden beendet. Du, der diese Welt des Leidens gemacht hast, du hast dein Leiden beendet und somit endet das Leiden in dieser Welt. Ist das interessant? Ich glaube ja. Hast du das in der Schule gelernt oder hat dir das irgendjemand in deiner Welt beigebracht? Nein, denn in deiner Welt lernst du nur das, was du selbst glaubst. In deiner Welt lernst du nur das, was du selbst glaubst, denn es ist deine Projektion. Sei ganz sanft mit dir in diesem Lernen. Akzeptiere die Begrenzungen, die du hast, weil du es vielleicht noch nicht verstehst oder weil du immer noch glaubst, dass du ein Körper bist. Akzeptiere das einfach alles. Hey, ich sehe mich immer noch so und ich weiß, dass dies jetzt durch den Heiligen Geist geheilt wird. Ich brauche nur die Worte zu rufen, ich bin, wie Gott mich schuf. Und dann muss ich das nicht selbst lernen, denn ich kann es nicht, sondern ich werde gelehrt von einem, der um mich weiß und der mich kennt. Ganz einfach, ganz simpel. Wende nur das an. Und wer wollte jetzt nicht dein Bruder sein, der du sein Erlöser und Erretter bist? Wer könnte umhin dich mit einer liebevollen Einladung in seinem Herzen willkommen zu heißen, begierig, sich mit einem zu vereinen, der an Heiligkeit ihm gleich ist. Du bist, wie Gott dich schuf. Diese Worte vertreiben die Nacht und Dunkelheit ist nicht mehr. Heute ist das Licht gekommen, die Welt zu segnen, denn du hast den Sohn Gottes wiedererkannt. Und in diesem Wiedererkennen liegt dasjenige der Welt. Ich bin, wie Gott mich schuf, und nichts anderes ist wahr.